Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal geht es um ein ja, Projekt, was ich äh, schon letztes Jahr, also 2020, für unsere Linux Tage gemacht hatte und dieses Jahr in anderer Variante gemacht habe. Es handelt sich um ein Restenas. Ähm, was darunter zu verstehen ist, ähm, seht ihr gleich mal wieder die obligatorische selbstbeweihräucherungsseite und dieses mal sind wir gerade auf der zielgeraden bei der vorbereitung für unsere kilo open source und linux-tage das mag sein dass dieses video aber erst nach den äh, linux-tagen kommt also von daher wundert euch nicht also zu dem zeitpunkt waren wir gerade auf der zielgeraden so was ist jetzt mein wunderbares restenas es gibt quasi zwei Varianten. Äh, 2020 habe ich eine große Variante gemacht. Groß äh, heißt in diesem Fall schwer, weil das ganze Ding aus ähm, irgendeinem AMD irgendwas, der älter als geraten 15 Jahre ist. Äh, also ein großes Tower-Gehäuse, 4 GB RAM drin ist, eine Gigabit-Netzwerkkarte und fünf Festplatten. Also von daher hatte das Ding schon richtig Gewicht. Ähm, war auch ziemlich schnell in dieser konfiguration also dieses gigabit wurde ausgenutzt bei der netzwerkkarte beim zugriff auf, auf die platten und dieses jahr habe ich mir äh, eine kleinere version ausgedacht ich habe noch rumliegen gehabt einen thomas Low energy server den haben wir fürs m23 projekt mal bekommen als ähm, gewinner eines awards oder so hieß es glaube ich ähm, das ding ist deutlich Kleiner, hat bloß 1 GB RAM, äh, eine schwache Atom-CPU, kann bloß 32 Bit äh, und es passt bloß eine Festplatte mit rein. Ähm, unschlagbarer Vorteil daran: das Ding ist klein, leicht, aber leider auch langsam. Also man kann das sich äh, einfach in eine Tasche reinschmeißen und mitnehmen. Ähm, ja. Genau, letztes Jahr war es eine Menge Schlepperei, darum habe ich dieses Jahr es ein bisschen kleiner gemacht. Gedacht hatte ich die große Version letztes Jahr und natürlich auch die kleine Version dieses Jahr dazu, dass wir die Mitschnitte unserer Livestreams, die mit OBS gemacht werden, von der Festplatte auf dem Laptop, der das Ganze ausführt, nochmal gesichert wird auf ein externes Laufwerk, also auf so ein kleines NAS. Diese Mitschnitte sind nicht so groß gewesen, wie ich mir das eigentlich gedacht hätte. Letztes Jahr war das Ganze eigentlich komplett überdimensioniert vom Plattenplatz her und so weiter. Die Version von 2020 ist die technisch aber eigentlich interessantere Variante, weil sie eben ein RAID enthält. Bei der neuen Version ist es halt so, eine Platte bloß drin, von daher gibt es auch kein RAID. So, was ist jetzt überhaupt dieses mit RAID? So mal ganz grob gesagt... Man fasst mehrere physikalische Festplatten oder SSDs zu einer virtuellen Festplatte zusammen. Man kann es so machen, dass ähm, man dadurch Redundanzen erzeugt. Wenn jetzt eine von diesen Festplatten oder je nach Setup auch mehrere ausfallen, sind die Daten nicht weg, weil sie noch auf anderen gespiegelt sind. Über so ein RAID kann man je nach Konfiguration auch die Geschwindigkeit von Lese- und Schreibzugriffen beschleunigen. Das Ganze ist besonders interessant bei Festplatten, weil dort äh, mechanische Teile bewegt werden. Also das gibt so einen Leseschreibkopf, das ist so wie beim Schallplattenspieler, so ganz grob gesagt, der hin und her äh, sich bewegen muss, um die jeweilige Spur abzugreifen und auch den Block und was weiß ich. Das Ganze geht bloß mit endlicher Geschwindigkeit. Es ist nun mal Mechanik. Das Ganze geht dementsprechend. Schneller, weil es parallel auf mehreren physikalischen Geräten stattfindet. Ähm, es gibt auch RAID-Varianten, die beide Eigenschaften kombinieren. Es gibt bei Wikipedia einen Artikel, der diese verschiedenen Modi beschreibt. Guckt euch das mal an, wenn euch das interessiert. Ich habe für dieses Setup 2020 ein RAID 5 gemacht. Das äh, verkraftet einen Ausfall eines physikalischen Gerätes. Ich habe vier Festplatten, auf denen ich Daten ablege. Wenn eine von den vier wegbricht, äh, ist alles immer noch da. Das bedeutet allerdings auch, dass ich bloß den Speicherplatz von insgesamt drei Festplatten zur Verfügung habe. Reichte vollkommen aus, es war komplett überdimensioniert für das, was ich wollte, also war das schon in Ordnung. Die Lesegeschwindigkeit ist ziemlich hoch, aber die Schreibgeschwindigkeit kann reduziert sein dabei. Also es sind, sagen wir mal, halbwegs aufwendige Rechenoperationen drin, die dafür sorgen können, dass das Ganze langsamer ist. Bei dem alten Rechner, der gefühlt 15 Jahre alt ist, ich weiß nicht immer, ob er zwei Kerne äh, drin hat oder bloß einen. Ähm, war das überhaupt kein Problem. Ähm, das Gigabit war so, sowohl reinzuschreiben auf die Festplatten als auch auszulesen. Also ich habe da nichts gemerkt mit uralter Hardware. Und das Ganze eben als Software RAID, also das wird alles über die CPU berechnet, da durchgeschleust und so weiter, war überhaupt kein Problem. Äh, falls euch die Vor- und Nachteile von RAID 5 äh, noch genauer interessieren sollten, hat Thomas Krenn eine wunderbare Wiki-Seite dazu gemacht. Guckt euch das an, wenn euch das interessiert. Ansonsten äh, zeige ich das Ganze gleich noch mal direkt im Skript, was ich da verlinkt habe, wo es rumzappelt. Ähm, die Folien findet ihr wieder am Ende von dem Vortrag hier in der Beschreibung. Dieses Jahr habe ich für mein kleines physikalisches Setup ein DevON 4 genommen, beziehungsweise die Vorabversion. Zu DevON 4 habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das ist quasi Debian 11 ohne System D. Das hat darauf wunderbar funktioniert. Ich werde es gleich in einer VirtualBox, in der ich fünf Festplatten insgesamt installiert habe, also virtuelle Festplatten natürlich, und dort benutze ich ein Debian 11. Das funktioniert genauso. Letztes Jahr ähm, hatte ich physikalischen Debian 10 darunter. Also von daher wird das, dieses Skript jetzt auch unter Debian 10 funktionieren. Ich habe es nicht ausprobiert, aber. Es gibt keinen Grund, warum es nicht laufen sollte. Was macht jetzt mein Skript grob? Also es installiert grundlegende Serveranwendungen, ähm, erstellt ein RAID-5, formatiert das Ganze, mountet das und dann werden ein FTP-Server und ein Samba-Server hinterher installiert und konfiguriert und es wird ein Benutzer eingerichtet, ähm, sodass man auch extern darauf zugreifen kann. Gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal als Skript an. Ähm, ist jetzt nicht so elendig lang. Ich habe jetzt hier als erstes äh, definiere ich mir einen Benutzer, der Data heißt, ein total sicheres Passwort-Test. Also, wenn ihr es benutzt, natürlich gutes Passwort wählen ist wichtig, damit kein anderer damit Schindluder treibt. Und wenn ihr darauf zugreifen wollt, würde das Ganze äh, so aussehen: also mit Samba SMB Doppelpunkt Doppelschrägstrich Benutzername, die ähm, IP-Adresse eures ja, NAS-Servers und dieses Verzeichnis, das freigegeben wird über Samba, heißt Data. Bei FTP sieht es dementsprechend ähnlich aus: FTP, Data, IP-Adresse und dort ist es MNT, Data. Das Ganze könnt ihr so über Crusader eingeben, so oder so, oder ich denke mal, bei Gnome gibt es ähnliche Sachen oder bei anderen ja, Dateimanagern oder so kann man das in dieser Syntax, denke ich mal, so eintragen. So, dann äh, was installiere ich? Da sind ein paar Sachen bei, die nicht unbedingt gebraucht werden, die ich immer mal ganz nett finde. Also ich installiere Nano, falls es nicht dabei ist. Äh, Screen, damit ich Prozesse im Hintergrund laufen lassen kann, ohne dass ähm, ja, die, äh, die Sitzung nach vorne zu sehen ist. Dann Excel ist so ein beschleunigter Datei-Download-Manager. MC, der Midnight Commander, die Nettools mit ein paar praktischen Sachen, die immer ganz gut sind. Äh, PWGen, ähm, ja, generieren von Zufallspassworten und diese hier, das sind beschleunigte Varianten von GZIP, BZIP2 und XZ. Also die Standardvariante kann bloß auf einem CPU-Core rechnen und hier diese beschleunigten parallelen Varianten. Darum das P hier, die verteilen diese Rechenaufgaben auf alle CPUs, die dort sind. DeppConf-Utils, dass ich mir nochmal mal die Konfiguration äh, runterladen kann von der Debian Konfigurationsdatenbank, async synchronisieren, curl äh, ist sowas wie wget, also runterladen von, von Dateien, also grob wie Excel. Dann mdadm, das brauchen wir auch wirklich, das ist für die äh, Erstellung von RAID auf jeden Fall nötig und parted zum Partitionieren. Das sind so grundlegende Sachen, die man braucht. Je nachdem, wie ihr das Debian Devuan installiert habt, sind Teile davon schon da. Aber damit das Ganze auch wirklich da ist, steht es hier noch mal in der Liste drin und wird einfach installiert. So, das nächste, das ist ähm, das Erstellen vom RAID. Da ist wieder dieses MDADM drauf. Create für, ja, <laughs> erstellen von einem RAID. Ähm, MD0 ist dieses virtuelle Gerät, was nachher dabei entsteht. Und äh, ja, Level 5 ist das Rate Level. Und hier wird angegeben, wie viele physikalische Geräte zu diesem Rate hinzugefügt werden sollen. In unserem Fall vier Stück. Und dann kommt die Liste mit den einzelnen Geräten. SDB ist mein erstes Datenlaufwerk, was ich wirklich bloß fürs RAID benutzen möchte. SDC, SDD und SDE kommen mit dazu. Auf SDA liegt das Betriebssystem. Diese ganzen ähm, physikalischen Geräte werden dann vorbereitet, da wird dieses RAID drauf errichtet und dann hinterher haben wir dieses DevMD0. Da das Herstellen von diesem Raid eine gewisse Zeit dauert, habe ich hier so eine Schleife drin, die guckt in PROC MD -STAT nach. Also, das sehen wir gleich auch nochmal in Farbe. Dort werden Informationen ausgegeben, wie weit die Erstellung von diesem Raid ist. Und wenn äh, da immer noch drin steht Recovery, also Wiederherstellung, ist das noch nicht abgeschlossen. Wobei ähm, das ja eigentlich keine Wiederherstellung ist, wenn man sich das mal so äh, genau überlegt. Es wird ja eigentlich erst hergestellt, aber aus der Sicht von diesem Raid ist es in dem Zustand noch kaputt. Also es muss erst wiederhergestellt werden. Das soll also so. Dann als nächstes formatieren wir ja, unser Raid-Laufwerk mit X4. Ihr könnt auch was anderes nehmen, wenn ihr wollt. Das ist letztendlich Geschmackssache. Dann äh, gucken wir über BLK-ID, welche eindeutige ID dieses RAID-Laufwerk hat. Das ziehen wir uns hier raus. Da haben wir so eine Buchstaben-Zahlen-Kombination. Das ist relativ lang, das Ganze. Aber dadurch kann man dieses Laufwerk eindeutig identifizieren. Sollte sich diese Bezeichnung aus irgendeinem Grund geändert haben, also dass es nicht MD0 ist, sondern MD1, 2, 3 oder sonst was, dann ähm, würde man das nicht mehr finden, wenn man jetzt diese Regel statisch einträgt, dass das zu mounten ist von da nach da. Also nehmen wir diese ID, die bleibt immer gleich, bis wir das Laufwerk das nächste Mal formatieren. Dann legen wir hier noch einen Mountpunkt an, wo unser RAID reingemountet werden soll. Damit das Ganze automatisch bei jedem Neustart auch passiert, machen wir eine neue Zeile in die fstab, etcfSTUB. Da sind diese ganzen Partitionen und Laufwerke drin, die automatisch gemountet werden sollen oder äh, die wir per Hand mounten wollen, stehen da mit drin. Dann äh, wird da diese, ja, unsere Identifizierungsnummer von diesem RAID auch eingetragen und soll dorthin gemountet werden. Dann mounten wir das Ganze noch mal per Hand und ähm, ja, setzen die Lese-Schreibrechte so, dass alle Benutzer darauf auf jeden Fall zugreifen dürfen, sowohl lesend als auch schreibend. Als nächstes kümmern wir uns um FDP. Als nächstes erstellen wir einen NAS-Benutzer für den Zugriff auf diese Daten. Das ist der Benutzer von oben, der in der Variablen angegeben. Der bekommt als Shell I bin false, das heißt also, der Benutzer kann sich über SSH nicht anmelden. Selbst wenn ein Schlüssel hinterlegt wäre, anmelden geht halt nicht. Dann äh, setzen wir das Passwort über passwd auf diesen Benutzer und geben das Passwort selbst hier im Klartext durch die Variablen rein. passwd würde zweimal nach dem Passwort fragen. Erstens gibt das Passwort ein, zweitens nochmal zur Sicherheit nochmal dasselbe. Und Yes wiederholt jetzt diesen String, dieses Passwort so lange und gibt es an PasswD weiter, bis PasswD durch ist. Also diese Doppelabfrage mit erstes Mal eingeben, zweites Mal abgeben, findet automatisch darüber statt. Dann setzen wir jetzt noch das Heimatverzeichnis von dem NAS-Benutzer direkt auf das Datenverzeichnis. Das brauchen wir für FDP. Das Funktioniert dann irgendwie besser, habe ich mal so rausgekriegt. Ähm, wenn ihr was Besseres wisst, macht es halt anders. Dann als nächstes äh, installieren wir den FTP-Server. Das äh, ist vsftpd, das Paket. Es gibt auch andere, die es bei Debian und Devuan gibt. Ich habe den genommen. Äh, funktioniert ganz gut bei mir. Also ich kann mich nicht drüber beklagen, aber es gibt eben auch andere, müsst ihr wissen. Dann, äh, damit er da auch. Funktioniert, ähm, muss man das noch ein bisschen umkonfigurieren in dieser Konfigurationsdatei. Die einzige Änderung ist äh, eigentlich bloß, dass auch geschrieben werden darf. Ansonsten ist es ein reiner Lese-FTP-Server. Nach dieser Konfigurationsänderung wird der FTP-Server einmal neu gestartet. Das hier ist die Variante für SysV-Init, also für das System 5. Für dieses alte, das funktioniert unter DEVuan, weil DEVuan eben kein System D hat, aber funktioniert auch unter Debian 11 und bestimmt auch unter 10 genauso. Also das ist so die generische Variante für alles. Nachdem wir den FTP-Server soweit eingestellt haben und gestartet haben, kommen wir zum Samba-Server. Dort installieren wir den Server selbst und auch noch diese ZIFs-Utils. ZIFs-Utils, das ist ähm, ja sind letztendlich diese Samba-Konsolenprogramme, aber für, für die Client-Seite. Dann legen wir eine Konfigurationsdatei an, wo wir reinschreiben, dass unsere Freigabe Data heißen soll, dass das Datenverzeichnis das obige ist und dass wir als Kommentar hier in das haben wollen. Dann legen wir noch fest, dass diese Freigabe verfügbar ist, dass man sie auch durch einen äh, ja, Samba-Browser finden kann, dass keine Gäste darauf zugreifen dürfen und das Ganze schreibbar ist. Das legen wir in eine Extra-Konfigurationsdatei ab. Damit das Ganze jetzt auch wirklich verwendet wird, äh, müssen wir in diese globale Samba-Konfigurationsdatei noch eine Include-Regel hinzufügen, die dafür sorgt, dass Unsere Konfigurationsdatei auch wirklich gelesen wird. Über diese Überprüfung mit grep gucke ich einfach nach, ob diese Zeile bereits eingetragen wurde. Und wenn nicht, soll das kein zweites Mal stattfinden. Ansonsten wird diese Include-Zeile hinzugefügt. Dann kann man dieses Skript mehrfach laufen lassen und ähm, ja, es passiert halt nicht doppelt so dann ähm, müssen wir für Samba auch noch zusätzlichen Benutzerpasswort setzen. Samba selbst hat eine eigene Konfigurationsdatenbank und das ist hier Samba Passwd, darüber werden diese Benutzerkonten verwaltet. Das ist so ähnlich wie das Passwd hier oben, bloß dass es halt nicht für Systembenutzerkonten ist, sondern wirklich bloß für Samba. Und dort schmeißen wir auch wieder unser Passwort rein, wiederholen das Ganze zweimal und fügen damit den Benutzer hinzu. Anschließend starten wir auch wieder in der System5-Notation den Samba-Server neu und dann sind wir durch damit. So, jetzt gucken wir uns das Ganze einmal in, in der Installation selbst an. So, ich habe mich jetzt auf meiner virtuellen Maschine mit den insgesamt fünf virtuellen Festplatten eingeloggt. Jetzt hole ich mir über SU- erstmal Root-Rechte. Und in die Zwischenablage habe ich mir die URL zu dem Skript kopiert. Jetzt lade ich das Ganze einmal runter und gucke auch nochmal rein. Das solltet ihr prinzipiell immer tun, wenn ihr Skripte aus dem Internet herunterladet und das Ganze natürlich auch überprüfen. Ähm, außerdem habe ich jetzt im Gegensatz zu dem, was ich gerade eben gezeigt habe, äh, noch Anpassungen gemacht. Denn in diesem, dieses Mal hat das irgendwie nicht funktioniert. Äh, keine Ahnung. Äh, vorher habe ich es zweimal ausprobiert und da hat es funktioniert. Keine Ahnung. Äh, meine andere Variante ist jetzt zum einen, dass dieser Nass-Benutzer äh, noch den Parameter m bekommt und UserAdd verwendet wird. Das m bedeutet, dass das Home-Verzeichnis nochmal angelegt wird. Das ähm, ist wichtig, damit nachher auch das Anmelden klappt. Und ich habe auch dieses äh, bin false weggenommen. Also der Benutzer kann sich jetzt auch theoretisch über SSH anmelden. Das wird wohl für FTP benutzt. Vorher klappt es auch ohne. Vielleicht ist das ja eine Devuan-Eigenart. Ich weiß es nicht. Unter Debian 11 wird das jetzt so gebraucht. Und das zweite, was ich geändert habe, ist, dass die Konfiguration für Samba, die hier ja direkt drin steht, an die nas.conf nicht angefügt wird wenn diese Konfigurationsdatei schon besteht, sondern dass jedes Mal komplett das überschrieben wird. Der Unterschied äh, ist dazu, wenn da ein spitzer Pfeil steht, wird die Zieldatei überschrieben, egal ob da schon was drin ist, oder neu angelegt, wenn sie noch nicht existieren sollte. Wenn äh, dort eine doppelte spitze Klammer steht, dann wird der Inhalt, der hier bei dem Echo steht, Ans Ende angefügt, sollte die Datei schon bestehen, beziehungsweise sollte die Datei nicht bestehen, einfach neu angelegt wird. Das ist dafür, dass sich dieses Skript auch mehrfach ausführen lässt, ohne dass es halt unsynchron ist, also dass da irgendwelche Fehler in den Konfigurationsdateien sind. Das ist so ähnlich wie das hier, kann man auch mehrfach ausführen, ohne dass da irgendwelche bösen Dinge passieren. Und dann habe ich das Ganze noch ein bisschen anders formatiert und das ist jetzt der Unterschied dabei. So, gucken wir uns einmal an, was jetzt passiert, wenn ich das Ganze ausführe. Ich sage jetzt Bash und reste das install. Und dann werden erstmal diese grundsätzlichen Pakete installiert, die ich haben möchte mit ähm, ja, parted, MDADM und Co. Ja, das dauert ein bisschen, je nachdem wie schnell der Rechner ist, wie schnell die Platte ist, die CPU und sonst was, wie schnell eure Internetverbindung ist. Auf, ähm, ja, auf diesem System hier in Virtualbox funktioniert das ganz zügig und das Internet ist auch ganz okay, kann aber ein bisschen länger dauern. Als ich was ähnliches gemacht habe auf dem Devuan bei diesem Thomas Krenn Low Energy Server, hat das mit Installation von Devuan ungefähr eine Stunde gedauert. Die Installation von der Distribution habe ich hier halt nicht mit drin gehabt, also das habe ich schon mal als gegeben vorausgesetzt. Das müsst ihr natürlich, wenn ihr so ein System komplett neu aufsetzt, mit dazu rechnen. Und das dauert dann eine gewisse Zeit, je nachdem. Dann haben wir hier das äh, Zusammenstellen von dem RAID, wo dieser Recovery, dieser Wiederherstellungsmodus läuft. Das ist auch hier dieses Schlüsselwort Recovery und die Prozentanzeige, wie viel von diesem raid schon wiederhergestellt ist denn aus diesen insgesamt vier laufwerken die physikalisch drin sind wird ja nachher ein großes zusammengesetzt und da wird irgendwie mit ja, irgendwelche checksummen berechnet und was weiß ich alles damit das alles funktioniert und das ist auch abhängig von der größe von den einzelnen physikalischen festplatten oder ssds wenn die wie in meinem ähm, System von 2020 halt wirklich vorhanden sind und jedes Mal ein Terabyte haben und das Ganze eben auch Magnetfestplatten sind, dann dauert das Ganze dementsprechend auch deutlich länger als hier in meiner Simulation, wo die einzelnen Platten bloß 10 Gigabyte groß sind und auf einer SSD liegen. Also, das kann schon relativ lange dauern. Dieser Teil hier ist das Formatieren mit Ext 4. Das geht relativ zügig. Jetzt wird VSFTP installiert, konfiguriert. Dann ähm, sind wir hier schon bei dem ähm, Samba-Teil, wo ja, die Pakete installiert werden. Die Konfiguration kommt dann als nächstes und dann. Ja, genau. Da sind die quasi schon auf der Zielgeraden, wie sie eingerichtet werden die Pakete und die Konfiguration vom Samba-Server geht eben auch relativ zügig. So, das war es prinzipiell auch schon. Jetzt gucken wir mal, ob das Ganze auch einen Neustart überlebt. Das ist äh, auch wichtig, denn im Moment haben wir ja dieses RAID, dieses MD0 per Hand eingehängt. Äh, kann ich einmal gucken mit DF, mit Disk-Free kann ich gucken. Was wo gemountet ist und dort habe ich das MD0 auf MNT Data. So, jetzt boote ich das Ganze einmal neu. Das ist die Verbindung weg, so soll es auch sein. Dann ähm, dauert es ein bisschen, bis die virtuelle Maschine wieder hochfährt. Hm. So, ist auch schon soweit. Jetzt kann ich mich wieder einloggen. Dann werde ich wieder root und mache dasselbe nochmal. Was ich jetzt dabei sehe, ist, dass hier aus MD0 MD127 geworden ist. Also wir können uns nicht darauf verlassen, wenn wir das RAID unter MD0 angelegt haben, dass es beim nächsten Neustart auch wieder so ist. Zum Glück haben wir über diese eindeutige Identifikationsnummer, diese UUID, den Eintrag in der fstab gemacht, der bleibt halt immer dort drin, der ist direkt mit dem RAID verbunden. Ähm, von daher ist es vollkommen egal, unter welchem Gerätenamen ähm, ja das Linux das nächste Mal äh, die das RAID zur Verfügung stellt. Also das klappt immer mit dem Mountain an die richtige Stelle. So äh, und dann gucken wir uns auch noch mal an mit minus -l können wir auch noch mal gucken. L heißt List, was da wirklich eingebaut ist. Wir haben hier einmal SDA, eine ja, Festplatte mit ungefähr 25 Gigabyte. Dort ist das Betriebssystem drauf. Diese Festplatte ist nicht Teil des RAIDs. Die hat auch eine Partitionstabelle, eine ganz normale äh, ja, DOS-Partitionstabelle. Also die ist alte, traditionelle. Für Systeme, die nicht über UEFI hochfahren, sondern äh, im BIOS-Modus hochfahren. Da haben wir eine Partition mit Ext4 und äh, eine logische Partition zum Swappen mit einem Gigabyte. Dann haben wir hier eine Liste mit den weiteren Festplatten SDB, SDC, SDD und SDE. Die haben jeweils ähm, ja, so grob 10 GB als Größe und die haben eben keine Partitionstabelle. Die sind alle Bestandteil des RAIDs als physikalische Laufwerke und hier ist eben unser zusammengebasteltes RAID, was nicht insgesamt 40 GB hat, sondern eben bloß 30 ungefähr. Eine komplette Festplatte ist redundant. Das heißt, wenn diese jetzt ausfällt, verlieren wir keine Daten aus dem RAID-Verbund. Wir können dann äh, durch Wiederherstellung und also nachdem wir eine neue Festplatte eingebaut haben, wird auch dieses System wieder, ähm, ja, wird dieser Recovery-Modus auch wieder durchgeführt und dann haben wir wieder diese Redundanz. Also, wenn da was ausfällt, sollte man das auch wirklich tauschen. Und wenn jetzt blöderweise zwei Platten ausfallen würden, dann sind wir unsere Daten leider auch los. Nach der Einrichtung zeige ich jetzt euch auch noch mal kurz, wie man jetzt über Crusader, das ist so ein zwei Spalten Dateimanager, wie man da darauf zugreifen kann. Ich gebe jetzt meine URL für FTP ein, FTP Doppelpunkt Doppelschrägstrich, dann den Benutzernamen, also data@, add, und dann die IP-Adresse von meinem ja, NAS-System, von meinem REST-NAS und dann den Mountpunkt. Jetzt werde ich nach dem Passwort gefragt. Ist Test in diesem Fall. Nehmt was Sicheres, wenn ihr das wirklich benutzen wollt. Und bin dann auf dem Laufwerk. Ich kann da jetzt was anlegen. So, genau. So, wenn ich das Ganze jetzt über Samba machen möchte, mache ich aus dem FDP ein SMB und nehme dort das MNT weg. Denn unsere Samba-Freigabe heißt einfach plus Data. Da werde ich wiederum nach dem Passwort gefragt, gebe wiederum meinen Test ein und habe dort auch mein X-Verzeichnis. Genau, das wäre es eigentlich auch so weit äh, dieses Mal. Ähm, ja, vielleicht mache ich noch ein paar weitere Videos mit ähm, ja Sachen, die quasi von unseren Linux-Tagen interessant wären, was ich da so nebenbei gemacht habe. Ähm, ja, vielleicht mal was zum Work-Adventure noch. Ansonsten äh, viel Spaß ähm, beim Nachmachen, beim Nicht-Nachmachen. Ähm, je nachdem, wann das Video rauskommt, äh, viel Spaß beim äh, ja, Mitmachen bei unseren Kilo Open Source und Linux-Tagen. Ansonsten könnt ihr euch auch die Mitschnitte von den Vorträgen auch hinterher noch mal angucken oder je nachdem könnt ihr direkt live dran teilnehmen. Genau, viel Spaß und äh, bis dann.